Gehen wir mal rein. Boss Explosive. Ich dachte, wie gesagt, der ist weg oder so, dachte ich. Aber geil, freut mich, dass er natürlich noch ein bisschen was macht und da seinen Spaß nicht dran verloren hat. Oha, 2022. Die schlechtesten Deutschrap-Lines 2022, also zusammengefasst. Okay. Verräter, Ratten, Schlangen werfen Gift wie Python. Nein! Werfen Gift wie... Das klingt irgendwie so, werfen Gift, so als würde man sich Drogen reinwerfen, weißt du? So werfen Gift wie... Aber Pythons werfen wäre das komisches... Ich hab das Gefühl, als ob du es einfach nicht kapieren willst. Komisches Wortspiel. Damals hatte ich nur 6 auf dem Zeugnis. Heute hab ich 1 in den Charts und... Oh nein. Warum denn ein Goldfisch, Alter? Aber ist auch ein Flex, ne? Ist auch ein Flex. Hä? Ich bin gegen Mord an Kindern. Wow, man. Ja. Ach, das war's einfach nur, oder wie? Ist auch eine normale Aussage, oder? Warum ist denn das jetzt so eine schlechte Line? Okay. Mit kleinen Schlampen auf Apfelgolds. Oh, Digga. Ja, ein Grund für mich, das Mixtape nicht gehört zu haben bisher. Leider. Leider. Nicht meine Mucke. Gerade. Anonym vorbei, hör's jeden Bank PHP3. Bester Teil PHP3. Bester Teil. War klar, dass sowas kommt, ja. Weil Rapper sich skilltechnisch gesehen nur noch im Mittelfeld bewegen, so wie Kylian Mbappé. Oh. Schade. Wow, wow, ich hätte froh beeindruckt. Nach dem Film, ja, Lutsch, gib ich Kuss. Lick dir sogar ihre Füße, wenn es sein muss. Aber bitte stur, wenn es muss. Mama, ey. Was ist denn mit Nemo los? Was zum Fick? Was war denn das Mama ey am Ende? Ey, Nemo hat ja auch gerade so einen schönen Weihnachtssong auf TikTok ein bisschen geteased, ne? Mama, ey. Hm? Bin zu extrem, für euch Bitches bin ich MJ. Halt die Fresse. Hat die das echt gedroppt? K.O. Doppel L.E.G. Aha, Ghetto Adel. Lass ich mir nen Jab verpassen, dann ist es ne Testonadel. Einzige, was hier ein Booster hat, ist der Huracan. Und einzige 2G, was mich juckt, ist der Gucci-Schal. Ah. Ah, das Mord Thema. Mord auf Versehen, Mama weint Tränen. Du kleine Lümmel, ich glaube, das geht nicht. Mord ist immer, also Mord heißt ja nur irgendwas, was mit Planung ist, oder was? Irgendwie ja, ne, glaube ich schon. Sonst ist es Totschlag oder sowas, ne? Okay. Longus Mongus. Ist so wie Scheiße. Es sind schon geile Zeilen dabei, muss ich sagen, ne? Du Junkie-Face, das ist Punchline-Rap. Während deine ganzen Texte aus den Federn anderer kommen wie deine Schlampe-Schwester nach One-Night-Stands. Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Was ist damit eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht mehr irgendwie da, weiß ich nicht, auf dem neuesten Stand bin oder irgendwie mitbekomme irgendwas. Von Kolle hört man gar nichts gerade, habe ich das Gefühl, ne? Also wirklich gar nichts so. Ich bin gespannt, ob da irgendwie was geplant wird oder so. Mann! Niemand anderen bereichert, sondern andere bereichert. Yeah. Yeah. Ich wuch wie Mowgli in einem Dschungel groß, doch nicht mit Löwen, sondern mit Hyänen. Digga, das ist ganz übel, wie viele Disney-Songs und so weiter, also oft falsch zitiert oder so werden, ne? Krass. Ja, da gibt's natürlich keine Löwen. Ja. Oh nein. Im Dschungel aufgewachsen wie Mufasa. Ja, ich würde sagen, das hat nur fast geklappt. Scheiße, Alter, wie kann man das denn schon wieder durcheinander bringen? Free Spirit, ich begann die Platte zu vertonen, als sie mir gerade wieder mal paar Sachen unterschoben. Du hast gepfuscht, paar Zeilen hast du abgeguckt in Foren. Ah. Manche fühlten sich, als ob sie mir eine Maske runterzogen. Alles absolut gelogen. Das macht halt keinen Sinn mehr, sowas zu sagen. Nein, hab ich noch, komm. Also das mit dem, boah, der hat's aber auf Kolle und so auch abgesehen, ne? Krass, ich dachte immer irgendwie, dass der... Ich will nicht sagen Fan wäre, aber dass der auf jeden Fall Sympathisant so Richtung Kolle, Sunny und so weiter wäre. Zumindest habe ich gedacht, dass die nicht oft vorkommen. Ich habe das Gefühl, die letzten zwei Teile kommen die Ex. Also Kolle diesmal, letztes Mal Sunny.
Schon ein paar, wa? Aber gut, es ist aber auch verständlich, meiner Meinung nach. Also gerade beim letzten Video das zu kritisieren mit den ganzen Covers und Samples und was da alles relativ ähnlich inspiriert war, sag ich mal. Und natürlich bei Kolle hier diese Thematik, ja klar. Macht schon Sinn, wenn es 2022 ist, ne? Evolution also, musste ich die Klasse wiederholen, als ich zum Lehrer sagte, nur du hast die Affenchromosome, dieser Darwin schaffte Boden. Für Rassenideologen, Massen in Hypnose, hau mal ab, du krasser Biologe. Und es wird immer schlimmer. Ah, dieser Beat. Holy shit. Er ist absolut kein Fan vom Free Spirit Album, ne? Muss man tatsächlich sagen. Ich bin gespannt, das Free Spirit Album ist, glaube ich, sogar nominiert bei hiphop.de. Ich bin gespannt, wie viele da dafür abstimmen werden. Ja.